Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Am Ende der Sieg gegen den HSV, eine ganz, ganz dominante erste Halbzeit, über die Bernhard Bauer im Halbzeitinterview gesagt hat, das ist der Handball, den ich mir vorstelle, genau so soll man es zelebrieren. Aber was war in der zweiten Hälfte los? Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, den Sack schnellstmöglich zuzumachen und Hamburg überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Und es hat so ein bisschen die Aggressivität in der Abwehr dann ein bisschen gefehlt. Der letzte Schritt, um einem Mitspieler zu helfen, der in der ersten Halbzeit jedes Mal da war, wo Hamburg eigentlich überhaupt keine Chance hatte, da einen freien Wurf sich zu erarbeiten. Das hat in der zweiten Halbzeit dann zu Beginn ein bisschen gefehlt. Und da müssen wir weiter an uns arbeiten. Wir haben gegen Erlangen zwei gute Halbzeiten, davor jeweils nur eine gute Halbzeit. Heute war es wieder nur eine wirklich gute. Da gibt es sicher noch einiges zu tun, aber trotzdem sind wir froh über die zwei Punkte dann. Und die Rhein-Neckar-Löwen sind Tabellenführer mit 8:0 Punkten. Mittwoch steht die nächste Aufgabe an, und zwar beim VfL Gummersbach. Ich glaube, bei allen Rhein-Neckar-Löwen klingelt da was, denn wir denken alle zurück an den 24. Mai, das letzte Spiel der Saison, wo die Löwen sich hätten den Titel holen können, aber Gummersbach unheimlich stark dagegen gehalten hat. Gibt es am Mittwoch die Revanche? Aber was heißt eine Revanche? Wir haben ja damals auch schon gewonnen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, aber gar keine Frage, wir werden alle heiß sein, weil wir wissen, was wir da letztes Jahr erlebt haben. Und wir werden da alles dafür tun, um da wieder als Sieger vom Feld zu gehen. Und da spielt sicher noch ein kleines bisschen was von letzten Jahr mit, aber es geht auch wieder nur um zwei Punkte. Dankeschön, Patrick Grützki, an dieser Stelle.